Reitschuster.de. Der prominenteste deutsche Kritiker der Corona-Politik ist heute bei mir, Professor Dr. Sucharit Bhakti. Sie treten hier auf dem zweiten Corona-Symposium. Ich freue mich, Sie, ich glaube, es ist das erste persönliche Treffen. Nein, wir waren einmal, glaube ich, in... bei Servus TV. Mein Fehler, entschuldigung. Und Herr Professor Dr. Bhakti, gegen Sie ist jetzt ein Freispruch erfolgt, den ich auch für sehr erfreulich hielt. Man hat Ihnen ja vorgeworfen, Volksverhetzung, in meinen Augen absurde Vorwürfe, die das waren. Jetzt macht aber die Staatsanwaltschaft weiter, die Generalstaatsanwaltschaft. Was macht das mit Ihnen? Also ehrlich gesagt, mir persönlich macht es nichts. Mein Kasus ist für mich selbst fast ohne Bedeutung. Mich treibt viel mehr um, was mit euch passiert, mit diesem Land, mit diesem von mir einst so geliebten Land. Das ist schlimm. Und das andere, was das bewirkt in mir, ist, das erweckt die größte Sorge um die deutsche Justiz. Denn die liefert sich selbst aus, was die Frau Füssinger, ich nenne sie beim Namen, ja, jetzt tut, ist einer der größten Fehler für die deutsche Justiz. Das ist die Generalstaatsanwältin in Schleswig-Holstein, die gegen gegen Sie in Revision geht, gegen den Freispruch gegen Sie, es richtig zu sagen. Ich muss sagen, dieses Verfahren hat für mich zweierlei gebracht. Erstens, der Freispruch hat mich mit unglaublicher Freude erfüllt. Nicht für mich, sondern für den den Rechtsanwalt Dr. Grundmann, der Amtsgerichtsrichter, der gezeigt hat, dass nicht die gesamte deutsche Justiz nicht mehr existiert. Ja, Gott sei Dank. Ich war stolz auf ihn. Ich war stolz auf Plön. Das ist das Amtsgericht Plön. Das ist bei uns um die Ecke. Ich war stolz, ein Bürger von dieser Stadt zu sein. Und ich habe tiefsten Dank empfunden für Dr. Grundmann und für alle diejenigen, die gekommen sind. Es waren hunderte von Menschen und ich habe tausende von Briefen bekommen, das wissen Sie. Ja, 8000 Briefe sind gekommen, weil es hat mir Hoffnung gegeben, dass das Land nicht ganz verloren ist. Und dann kommt die Frau Füssinger. Und legt, auf jeden Fall wird das Ganze nochmal weitergehen. Und ich werde einen Termin bekommen vor dem Landgericht Kiel. Auch das beeindruckt mich überhaupt nicht. Auch dieser ganze Prozess, da war ich der Gelassenste überhaupt. Weil ich, mir wurde Volksverhetzung, Hass. Das passt sehr zu Ihnen, Herr Professor. Ja, und dann, es ist einfach so, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, was Hass ist. Insofern wüsste ich nicht, wie ich Hass verbreiten sollte. Hass und ich, das ist etwas so Obstruses. Aber das, was hier passiert, mit der WHO, mit der Bundesregierung, mit dem Bundesgesundheitsministerium und den Behörden, Robert-Koch-Institut, Paul, ich nenne die Sache jetzt beim Namen, weil jetzt ist das ganze Verbrechen aufgeflogen. Bachmann, wenn es sich um eine Klimalüge handelt, wann war die Geburtsstunde dieser Lüge? Thank you.
Musik.